Ruf, du weißt schon, die Wache. Es kann doch nur irgendein Scheiß werden. Ah, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Pechtag, meine Dame. Her mit der Börse. Voll improvisiert. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr. Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Wohl eher rote Pissnelke. Ruhe, Gewürm! Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. En garde! Du bist besser, als ich dachte. Los, Rittersporn! Ich meine, roter Rächer! Der rote Rächer triumphiert erneut. Mein Held, ist alles in Ordnung? Ein Streich fand sein Ziel. Eine Narbe für die Sammlung. Komm doch rein, ich verbinde dich. Fort mit dir, mieser Bandit. Sonst wird's dir der rote Rächer zeigen. Oh, okay. Was für eine geile Quest. Ey, die hat sich richtig was einfallen lassen. Die gefällt mir sehr gut. Also morgen. Das heißt... Verschlafen. Wind hier mal bis dahin. Und nochmal bis... So. Ich glaube, Geralt muss mal wieder zum Wort hier. Was wird der Morgen bringen? Deinesgleichen soll sie in Novigrad nichts zu melden. Können Sie sich nicht auf eine Farbe einigen? Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht. Und heute sind wir da. Das Material ist komplett. Und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Welche Wahl haben wir denn? Meister Rittersporn sagte, er könne sich nicht zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration entscheiden. Er würde uns die Entscheidung mitteilen, sobald wir hier ankämen. Und hier sind wir.
Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also, würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt? Ich weiß nicht, was Ritter Sporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Boudoir kommt mir bei einem Kabarett passender vor, solange wir es mit den Polstersesseln nicht übertreiben. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit den Nasebohren. An die Arbeit. Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Reden wir vom selben Mann? Von Rittersporn, der in einer Nacht ein Vermögen verliert, für das man halb Novigrad bekäme? Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Was habe ich eigentlich für ein Schwert drauf? Wie schwarz? Mein normales Schwert. Denkst du doch, das ist möglich. Auf. Hauptsache, sie bezahlt und schlagen. Oh, Rittersporn. Was ist jetzt wieder? In Lokmoyen ja ein schönes Chaos angerichtet. Was ist nochmal mit Foltes passiert? Hallo, mein Hübscher. Was suchst du hier, Schmerzbringer? Polly, alles in Ordnung? Mach auf! Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal, was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Aha. Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Hobio eingelassen hat... Hast du sie oft besucht? Habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Gut, suchen wir den Schlüssel. Ja, muss ich nicht lange suchen. Was gefunden? Nicht hier. Ah, nee. Reihen oder nicht reihen? Ah, der Schlüssel. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe.
Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie. Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwenkt. Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch. Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel. Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Rubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein. Was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst... Geld? Und Ansehen. Schäkern gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall... schätze ich. Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das wäre also geklärt. Wir sehen uns im Rosmarin, Polly. Ich geh schon mal. Ich hol dich ein. Puh, hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Geschickt von dir, Rittersporn. Nachdem du ihn gebildet genannt hast, war er wachs in deinen Händen. Ob Verhandlung oder Gefecht, man muss die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen bis zum Schwertheft. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Rubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler, der wird was erklären müssen. Wer ist Rautleck? Nie von ihm gehört? Henry Rautleck. Berühmter Porträtmaler. Du hast einen Porträtmaler damit beauftragt, deine Plakate zu malen? Er ist ein alter Freund und er brauchte das Geld. Und ich fand, dass wir neue Plakate brauchen, um für die Eröffnungsvorstellung zu werben. Die Plätze füllen sich nicht von allein, weißt du? Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Ich war mal so blau, dass mir Blut aus den Ohren kam. Sieht ins Gehäuse gemeinsam aus. Mann, hab ich gestern gesucht. Mein Kopf fühlt sich an. Lust noch das mit der Perle dann auch noch zu machen, wo wir mal nach Skellige müssen. Machen noch mal einen kleinen Abstecher nach Skellige, bevor es dann endgültig dafür geht. So ist denn jetzt wieder. Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ihr werdet ihn nicht ausrauben. Komisch, ich kann mich nicht entsinnen, dich um Erlaubnis gebeten zu haben. Auf ihn, Fred! Das
Das wirst du bereuen. Sag mir, was du willst, verdammt! Plakate. Hier sind aber keine scheiß Plakate. Und Rautleck? Wo ist der? Wie immer, auf dem Anwesen der Wegelboots. Die letzten Kronen verwecken. Oh, na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ein wenig fürchte ich mich vor ihm. Ich sag's dir, die Stadt wird sich nicht verschließen. Mal mal mit Schnelleisen. Zum Glück haben wir das vorhin aufgedeckt. Das müssen wir jetzt soweit reichen. Wenn es das mal wieder. Ah. Hey! Komm jetzt. Ah, was? Brauchen wir den Kohlen? Spiel oder so, bei dem ich mein Zeug nicht mehr bekomme. Erst. Ja, danke. Zeig mir deine Ohren. Zeig. Ja, viel Geld hat er ja nicht. Um den Scheiß mal loszuwerden hier. So, schon ist er pleite. Können wir es aber fertig. Ich glaube, für Stufe 17 hat sich nichts. Nee, kann man nichts machen. Wiedersehen. Bis dann. Aber hier ist doch eine Schnellreise. Ich werde ohnmächtig. Es dreht sich. Was soll die eine? Ja. Ein großer Erasmus wegen dem Gedächtnis rennen. Also reite. So, wo war denn das Anwesen? Da. Sind deine Arschhaare aufgerauen? Wunder auf ihr Hufen. Seht nur, wie es dahin rast, das Ross. Bist du Rautleck? Henry Rautleck, Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Wir sind weg. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Großzügig. Das könnte sich nicht jeder leisten. De Louverten ist ja auch nicht irgendwer, sondern der jüngste Sohn von Herzog Sein. Aus der bekannten Juwelenhändlerfamilie. Eine Schuld mehr oder weniger bedeutet ihm nichts. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich Delovertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Ich will jetzt kein Rennen machen. Lass mich deine Schuld tilgen. Ohne Bedingungen. Danke. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gerne eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Oh, warum? Ja, also aufs Rennen hatte ich jetzt echt keine Lust. Was? Ah! Ah. Die Reise der Harmonie zwischen Ross und